Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum nächsten Zoobesuch. Dieses Mal sind wir im Zoo of Tuva von Christine. Grüße gehen raus und danke, dass ich diesen Zoo besuchen darf, denn die Pause ist zu Ende. Pünktlich zum 30. Dezember starten wir unsere Reihe mit den Zoobesuchen wieder. Ich habe eine kleine Adventspause gemacht, wie ihr unschwer erkennen konntet. Und jetzt sind wir wieder da, bedeutet, ich habe wieder einige Zoos auch bekommen, die wir uns anschauen. Aber dieser Zoo hier, der passt halt am besten zur aktuellen Jahreszeit. Deswegen starten wir mit dem, auch wenn das nicht der Zoo ist, den ich als letztes, also ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also der Zoo, den habe ich noch nicht so lange abonniert, wie manche anderen Zoo, den ich noch besuchen möchte. So, das wollte ich so gesagt haben. Wenn du aber auch möchtest, dass ich deinen Zoo in Zukunft vielleicht einmal besuche, schickst mir den Link zu deinem Steam-Workshop einfach über Steam, Discord oder Instagram, dann kann das sein, dass ich in Zukunft auch deinen Zoo mal besuche. So wie wir diesen Zoo jetzt hier begutachten werden, denn wir sind hier in einem Winterzoo, wie man unschwer erkennen kann. Eine Tundra-Map mache ich ja eher selten, ne? Aber gerade dieses Eingangsgebäude hier, fantastisch. Hat so ein bisschen Wikinger-Vibes an der Stelle. Ich weiß auch nicht, wo Mitarbeiterwege sind und wo hier einfach coole Sachen. Okay, das ist nice. Ich glaube aber, hier wird ein Mitarbeiterweg sein, ne? Ja, genau, das sieht aus wie ein Mitarbeiterweg. Dann gehen wir da natürlich nicht lang. Stattdessen gehen wir uns hier diese Hütte anschauen und kaufen uns einen von diesen. Nein! Ach, ärgerlich, jetzt bin ich hier oben gelandet. Das ging ja schnell. Ärgerlich, warte mal. Ach, es ist aber wirklich. Die Tadget-Cam ist zum Mäusemelken. So, jetzt sind wir da. Also, wir wollten uns so einen Audio-Guide holen. Wir gehen trotzdem mal rein jetzt. Hier gibt es nämlich den Höckerschwan, denn die Tiere sind aus dem Eurasien-Pack mit drin. Finde ich ganz cool. Haben wir ja noch gar keinen Zoobesuch gehabt seitdem. Und hier haben wir ein Höckerschwan-Gehege mit einer süßen kleinen Brücke. Sehr, sehr sweet. Und da ist Mama-Schwan und Baby-Schwan, wie wir sie nennen. Sweet. Das ist ein cooles Gehege. Mag das mit dem Schnee und passt natürlich super in dieses Biom. Ist das ein Unterstand? Hm. Wer weiß, gerade eben haben wir auch noch Schwäne gesehen, die geschwommen. Da schwimmen welche. Süße Schwäne, süße Schwäne. So, lasst auf jeden Fall schon mal einen Daumen nach oben da. Einen Daumen nach oben da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ach, ich mag den Stil. Immer wenn ich das hier so sehe, dieses Weihnachtliche auch, dann ärgere ich mich, dass ich zu den Feiertagen keinen Weihnachtszoo gebaut habe. Schande auf mein Haupt. Auch hier mit diesen Heatern geht da ja so einiges mittlerweile. Hier gibt es den Feuersalamander. Alohomopi. Sind das einzelne Steine? Krass. Ja, krass. Heftig. Nein, 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 nein. Weiter geht's. Hier Gebäude nochmal. Was steht hier? Vending Machine. Okay. Interesting. Das Mitarbeiterweg. Ah, ich mag das mit dem Schnee. Ich hoffe, dass wir auch wieder Schnee im Real Life kriegen. Ich hab Bock drauf. Ich sag's, wie es ist. Ich hab Bock drauf. Hier sind die Axolotls und die Diamantschildkröten. Und in die Richtung geht's und in die Richtung geht's. Ich führe jetzt gerade die Richtung hier, wo die Leute alle weglaufen. Gute Rockwork. Und dann gibt es hier das erste Gehege mit den Dachsen, beziehungsweise das zweite Gehege. Das erste haben wir ja schon gesehen gehabt. Das sieht cool aus. Das ist nice, das ist selbst gebaut. Gefällt mir. Und dann hier dieses Dachsgehege. Mit dem Wasser, was da so ein bisschen dampft. Gerade auch mit diesen Hölzern, gefällt mir richtig gut. Der Zaun ist auch hoch genug. Ich hätte ihn gerne noch ein kleines Stück höher gehabt, glaube ich. Und dann haben wir da eben die Dachse gesehen, da läuft einer. Süß. Ich finde es ein schönes Gehege. Sieht halt fantastisch aus mit den Schneesachen im Hintergrund, ne? Schicker Wasserfall. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Wir gehen wieder links. Ich hoffe, dass ich alles sehen kann hier in diesem Zoo. Hier ist ein Lippenbär wahrscheinlich. Genau. Hier sind die Lippenbären. Ein flaches Indoor-Gehege. Hier liegt einer. Die sind auch süß und flauschig. Ich mag die. Weil sie süß und flauschig sind, mag ich sie. Da hinten ist auch einer, ne? Ja, da hinten geht einer. Also aber ein nettes Gehege hier, so ein Drinnengehege. Gerade auch dadurch, dass die ja ist ein bisschen wärmer mögen. Ach, guck mal, der schubbert sich. Probier's mal. Okay. Ja, nice.
Ein cooles Haus. Schön, dass man das hier so eingebaut hat. Gefällt mir richtig gut. Rothirsche. In Gedenken an Chrissy. Ja, hat da eine gesagt. Ich wollte jetzt Rothirsche sehen hier. Guck mal, hier ist die Höhe vom Rothirschgehege deutlich besser. Ist das ein Albino-Hirschi? Oh, da ist noch ein Albino-Hirschi. Sieht aber cool aus. Ist da sie fight? Nee, ist da Schnee. Das ist aber ein schönes Gehege, ne? Lass ich nichts drauf kommen. Und dann hier die Albino-Hirsche. Was ist er denn da? Nice. Ist ein schönes Gehege. Gefällt mir richtig gut. Der untersteht, und ist, glaube ich, der Planet Zoo-Unterstand, den man so einfach bauen kann. Wir gehen wieder links. Wenn ich immer links gehe, müsste ich auch den Zoo besuchen dürfen. Nebelpardalis? Oder was? Tatsächlich. Das ist ja witzig. Das ist ja eine witzige Tierauswahl. Mit der Sonne ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Boah, was ist denn das für ein Kletterstuff? Sieht ja richtig wild aus. Aber nice. Ach, da sind noch mehr. Halleluja. Ja, richtig cool. Da fliegen auch Nebelparder im Hintergrund und der hat so ein kleines Kletterproblem. Das ist so schade mit den Kletteranimationen. Ach, so ein schönes Gehege. So ein bisschen wie bei den Lippenbären, ne? Okay, warum die Dinger drauf sind, weiß ich nicht, aber... Also diese... Die Dinger hier. Müssen wir mal gucken, ob das von oben besser aussieht. Von unten sah das echt... Auch nicht wirklich. Da weiß ich nicht, warum die oben drauf sind. Sind das hier die Takine? Das ist tatsächlich das Takine-Gehege. Die süßen Takine. Hallo. Die Takine. Guck mal, da schwimmen sie. Diese Ziegenbüffel, ey. So nice. Ich finde das richtig gut, dass die im Spiel sind. Ich hätte mir Moschusochsen tatsächlich noch ein Stück mehr gewünscht als Takine. Aber es sind natürlich zwei verschiedene Tierarten. Und ich meine, wir haben ja eh so wenig Bergziegen. Dafür, dass es so viele gibt. Deswegen passen die ja ganz gut, die Takine. Eine Gemse wäre auch noch gut gepasst ins Eurasien-Pack. Die Griechenland-Schildkröte hier. Da ist sie und da ist noch eine. Das sind ja alles DLC-Tiere. Da kam das DLC raus und dann hat sie gesagt, machen wir das DLC. Richtig nice. Richtig nice. Oh, das ist eine Eistoilette, die sieht aber cool aus. Jetzt weiß ich nicht, ob wir hier drüben alles gesehen haben. Wir gehen das nochmal kurz ab. Ja, da waren die Takine. Okay. Würden sich gerade haben wie Pinguine irgendwie. Hier ist nochmal so eine Hütte. Okay, von weiter weg sehe ich das mit den Dingern, aber hier gibt es die Wildschweine. Wir gehen trotzdem mal in die Hütte rein. Weil hier drin sind die Saigas. Nom nom. Hier bei den Saiga wird gegessen. Das ist nicht so sandig, wie ich mir das erst vorgestellt habe. Ist ein bisschen sehr grün für die Saiga. Ich mag, dass die drin sind. Alle DLC-Tiere sind irgendwie cool. Aus dem DLC hier auf jeden Fall. Okay. Wilde Aktion von ihm. Die sind aber mega nice. Mega cool. Okay, wild. Die buggen hier auch durch, oder was? So, wir sind wieder raus. Auf der Seite hier. Polarfüchse. Ich wollte gerade sagen, eine Ente, aber Polarfüchse. Das ist aber ein großes Polarfuchsgehege, ne? Aber ein schönes Polarfuchsgehege. Hier haben wilde Schweinis. Und Wiesent. In einem Gehege. Ach, sind das ein Albino-Wiesent? Die sind ja nice. Cool. Das sieht richtig cool aus. Ich finde, das Wiesent ist ja tatsächlich, ich sag's jetzt, wie es ist, cooler als der Bison. Jetzt habe ich's gesagt. Weil das Model einfach deutlich besser aussieht. Ich bin großer Verfechter davon, dass die bei Planet Zoo bitte die Models bearbeiten. Die Vanillatiere. Reskins.
Hätte ich mal gesagt, hier. Update-Skins. Das wäre mega cool. Die Schweine sind ja mega witzig. Die laufen auch so witzig durch die Gegend. Oh, und da sind die Babys. Die Babyschweine. Die gehen sich jetzt ersaufen. Oder die gehen hier zu Papaschwein im Wasser. Es freut sich richtig, das Schwein. So sweet. Und da ist eine Babykuh. Nice. Das ist ein cooles Gehege und coole Tiere. Ich mag das mit diesen Felsen in der Mitte. Dass da so ein bisschen Struktur reinkommt. Hiervon bin ich dafür nicht so der Fan. Ne? Glaswand links, Glaswand rechts. Aber Polarwölfe finde ich gut. Polarfüchse meine ich. Aber trotzdem, dieses dicht an dicht bin ich nicht so der Freund von. Sibirische Tiger. Oh, da müssen wir auch rein gleich. Sibirische Tiger. Ist das der neue sibirische Tiger? Nee. Gibt da neue Skins von denen? Neue Fell-Skins? Oder ist das da? Ich weiß das gerade gar nicht. Da müssen wir jetzt einmal gucken. Nee. Ist es nicht. Aber es ist ein cooles. Gerade die Felswand im Hintergrund gefällt mir richtig gut. Sieht sehr Tiger-like aus. Gefällt mir. Gefällt mir gut. So, wenn hier jetzt keine Pinguine sind, ne? Harper, Joshua, Penelope, Harper 2. Sind das Pinguine? Jawohl. Albino-Königspinguine hier. Die sind dann so gelb. Aber nice. Hier sind Pinguine. Wie ich auch schon sagte, wenn hier nicht Pinguine drin sind. Ha. Finde ich gut. Finde ich gut. Wo kommt man hier raus? Sind das die Hirsche? Ja, das sind die Hirsche. Okay. Dann gehen wir wieder zurück. Die Bauten sehen halt auch cool aus. So, hier. Achso, Besucher können auch hier hochgehen. Und dann kann man nämlich hier das Pinguingehege sehen. Sehen wir den kleinen Unterstand. Und da sehen wir diese Albino-Pinguine, die einen gelben Kopf haben und dann die normalen, in Anführungsstrichen, Pinguine. Sind aber sweet. Sind aber sweet, lass ich nichts drauf kommen. Ui, alles klar. Ist auch ein gutes Gehege. Finde ich. Macht Spaß. Sehr, sehr nice. Sehr, sehr nice. Dann hatten wir hier die Tiger. Ganz dicht. Okay, der frisst Schnee. Ich meine, von mir aus. Von mir aus soll er Schnee fressen. So, was haben wir hier? Dall-Schafis. Hallo. Das waren ja die ersten Bergziegen, die wir im Spiel hatten, ne? Mit dem Arctic Pack. Dass wir da auch keine Steinböcke gekriegt haben. Dass wir so lange auf Steinböcke warten mussten. Aber Dall-Schafe sind ja auch schon süß. Die sehe ich fast schon als Vanillatiere an, ne? Richtig cool. Richtig, richtig cool. Was sind hier, Leguane oder was? Das ist kaputt auf jeden Fall. Ja. Ja, das ist ein grüner Leguan. Und hier ist die Australienschabe. Was ist hier drin? Ach, hier waren die Lippenbeeren, okay. Wieder raus. Da waren die Dachse. Ja, da waren die Schafe hier links, rechts. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Das ist aber eine schöne Felswand für die Schafe, finde ich. Das hier. Das gefällt mir richtig gut. Finde ich nice. Hier wird gefressen. Finde, das kann was. Hier waren, ach so, da waren die Tiger. Und hier ist wieder der Anfangsbereich. Ich höre hier die ganze Zeit Enten. Was hier? Die Schnecke und eine Boa. Da hängt sie. Und da liegt eine. Ja, nice. Und dann sind wir wieder am Anfang des Zoos und sind wieder bei den Schwänen. Finde ich nice.
Finde ich eigentlich ganz nice. Haben wir alles gesehen? Das ist die große Frage. Hier waren die Pinguine. Was war hier? Achso, das waren die Hirsche. Da waren die Takine. Ja, guck mal, haben wir es doch geschafft, ohne dass da ein Weg war. Also so ein Bereich. Aber die Albino-Wiesens, mein Highlight. Ich finde, da waren einige coole Gehege bei. Ich finde es richtig cool, dass du die DLC-Tiere alle so ein bisschen verbaut hast. Finde ich richtig nice. War ein cooler Zoobesuch, finde ich. Und das ist damit dann auch der letzte Zoobesuch dieses Jahres. Aber nächstes Jahr geht es hoffentlich weiter. Und hoffentlich bist du dann auch mit am Start. Du, der slash die gerade dieses Video sieht. Lasst einfach einen Daumen nach oben da. Und dann möchte ich an dieser Stelle bei den Zoobesuchen auch nochmal Danke sagen für eure Unterstützung im Jahr 2023. Mega, mega cool von euch. Und ja, wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Jahr oder im nächsten Video. Bis dahin, haut erstmal rein.